Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer von Comet TV. Wir befinden uns heute wieder im... Nein, diesmal nicht Bergtheater, sondern auf der anderen Freilichtbühne in unserer Stadt Thale, nämlich auf der Waldbühne Altenbrak. Und hier, wie Sie sehen, hinter uns, wird gerade gespielt. Das ist nämlich die Generalprobe der Operette Eine Nacht in Venedig. Und was da hier hinter der Kulisse los ist, das zeigen wir Ihnen jetzt mal. Also, schauen Sie mal mit mir zusammen. Ja, wir befinden uns jetzt gerade hier in der Pause von der Generalprobe Eine Nacht in Venedig. Ihr seid nun wieder hier das erste Mal in Altenbrak in diesem Jahr. Wie ist es für euch? Ach, immer wieder schön. Ja? Schöne Natur, die Bühne ist wunderschön. Ja, es macht immer wieder Spaß. Okay, also Eine Nacht in Venedig, was kann man dazu sagen? Das ist eine Operette von Johann Strauss, eine seiner beliebten und bekannten Operetten. Und die wird immer gern vom Publikum angenommen. Und schöne Kostüme. Genau, die habt ihr jetzt noch nicht an, aber heute haben wir noch keine Musik. Kostüme. Nein. Genau. Also Sie dürfen sehr überrascht sein, wie die Kostüme dann aussehen. Ne? Das ist also eine Überraschung, da wollte ich ja gerade fragen. Worauf kann sich noch das Publikum freuen? Auf schönes Gesang, schöne Musik, und bekannte Melodien. Und vielleicht schönes Wetter. Und das Wetter muss mitspielen hier oben. Ja. Aber das sehen wir ja eigentlich heute schon. Ne? Also wenn das so bleibt, dann können wir hoffen, dass schönes Wetter ist und viele Leute kommen. Genau. Also, meine Damen und Herren, kommen Sie her nach Altenbrak, hier auf diese wunderschöne Freilichtbühne. Ich bin mir sicher, einige von Ihnen waren noch gar nicht hier. Also, es lohnt sich. Wir würden uns sehr freuen. Genau. Sie sehen also, es sind enthusiastische Darstellerinnen und Darsteller, Sängerinnen und Sänger. Und hier übrigens auch noch, drehen wir mal die Kamera, ne? Auch motivierte Techniker. Ja. Und alle freuen sich, wenn Sie mit Ihrem Wanderstock oder dem Auto, Ihrem Moped, Ihrem Fahrrad, wie auch immer, hierher kommen und dann diese wunderschöne Vorstellung Eine Nacht in Venedig hier genießen. Wir sind hier auf dem legendären Platz in Thale, auf dem Hexentanzplatz. Und hier, wie Sie sehen, ist ein neues Haus entstanden, nämlich ein Hexenhaus. Ja. Momentan haben wir schönes Wetter, aber Sie wissen ja, wie es in den letzten Tagen aussah, nicht so schön ist. Und die Hexe, die Wartelinde, die habe ich heute hier schon gesehen, die teufelt und hext hier die ganze Zeit schon rum. Ich weiß gar nicht, was sie macht. Was ist das denn? Ah! Ah! Was ist das denn? Liebe Zuschauer und Zuschauer, ich glaube, das Haus hat sich gedreht. Was? Sie glauben das nicht? Dann kommen Sie mal her. Schauen Sie mal aus meiner Perspektive, was man da sieht. Die Hexe Wartelinde hat wahrscheinlich wirklich so geflucht, dass das Haus sich gedreht hat. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt befreit vom Staub bin ich jetzt hier auf der Terrasse vor dem Hexenhaus. Und hier ist der Geschäftsführer. Jörg Navrat, hallo. Hallo Ronny, grüß dich. Du, was da eben passiert ist, ja, ich musste mich auf den Rücken drehen. Ja. Es hat gerumst und plötzlich lag ich verkehrt. Mhm. Ja, ist das Absicht? Das ist Absicht, genau. Das ist unser Ziel, dass wir das Haus auf den Kopf stehend gebaut haben. Hier auf dem Hexentanzplatz. Hier auf dem Hexentanzplatz in Thale, genau. Genau. Wie lange habt ihr dazu gebraucht? Also die Bauzeit war jetzt konkret, also recht exakt 4 Monate. Wir haben innerhalb von 4 Monaten das Café gebaut, das Hexenhaus gebaut und eröffnen jetzt. Ja. Das heißt, was kann man denn alles so bewundern? Was kann man bewundern?
Wir werden nachher mal durchgehen, werden uns das mal angucken. Du warst ja schon einmal drin, was hingefallen, weil du nicht wusstest, wie rum es steht. Ich weiß auch nicht. Auf alle Fälle sieht man in dem Haus, dass wir eine thematische Sammlung gemacht haben, wie eine Hexe wohnt. Also unsere Vorstellung war, die Hexe hat ja hier ihre Sagengestalt auf dem Hexentanzplatz und ihren Ursprung hier. Und hier hat sie gewohnt in einem Haus. Und durch den Wutausbruch der Hexe Wartelinde ist das Haus in die Luft geflogen, auf den Kopf gelandet. Alles steht in den Räumen an der Decke, also auf dem Kopf. Verwirrt die Sinne. Wir haben eine 3D-Darstellung, wir haben drei Ebenen. Du hast das schon mitbekommen. Vielen Leuten wird auch schwindelig und schlecht. Und wir haben eine Thematik drin, dass wir sagen, okay, wir haben ein Dachgeschoss, eine Wohnstube, eine Küche, eine Schlafstube, ein Bad. So wie eigentlich ein Haus eingerichtet ist. Die Hexe fehlt nur. Die ist immer irgendwo mal ein bisschen und rennt da rum. Und dann kann sie sich vieles ansehen. Ja, und wie der Jörg jetzt versprochen hat, werden wir uns jetzt begeben auf diesen Rundgang durch dieses Hexenhaus am Eingang jetzt vorbei und den wunderschönen, detaillierten Weg schon beschreiten. Und hier habe ich noch jemanden gefunden hier vor der Tür, die nehme ich jetzt einfach mal mit. Ja, wie nenne ich dich? Spinne. Spinne. Einfach nur Spinne. Spinne, genau. Ich nehme dich jetzt auf die Schulter und wir wandern jetzt hier durch. So, Ronny, komm, ich zeig dir jetzt den Weg, wo es lang geht. Man sieht, dass wir noch in den letzten Atemzügen liegen. Wir sind noch am sogenannten Feintuning. Richtig. Wir werden jetzt alle Räume sauber machen, nacheinander noch ein bisschen neu dekorieren, umdekorieren, noch Kleinigkeiten machen, die wir aber jetzt nicht verraten. Ja. Die bleiben wirklich für den historischen Eröffnungsmoment. Ja. Genau. Im Kleidebereich, hier haben wir noch mal eine Toilette. Ronny, guck mal rein, guck dir mal, wie so eine Toilette aussieht. Einfach mal einen Blick reinnehmen. Ja, echt. Mach mal. Heidlinde wieder, die Spinne. Oder Spider, wie auch immer. Wie auch immer, genau. Genau. Also, ich wünsche dir alles Gute für die Eröffnung, für den weiteren Verlauf und dass viele, viele Leute herkommen und das alles bewundern und alle viele gute Eindrücke, schöne Eindrücke mit nach Hause nehmen. Vielen Dank für die, Rundführung. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, uns allen noch einen schönen Tag. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.